Und weiter geht's, liebe Zocker und YouTuber, mit dem nächsten Experiment hier in Star Citizen, hätte ich beinahe gesagt, in KHB 2. Naja, die Bugdichte ist ungefähr dieselbe. Ist gut jetzt, ist nicht witzig. So, ich habe hier mal ein mehr oder weniger simples Atomraketenschiffchen gebaut. Atomraketen heißt, wir haben Atomtriebwerke und haben damit eine ordentliche Delta V, allein in dieser Stage von 9500. Da das Ding natürlich erst im Orbit zünden soll, dürfte ich damit fast überall hinkommen im Kerbin-System. Was habe ich hier gebaut? Ich habe da nichts weiter getan, als da oben mal alles draufgesetzt, was man so draufsetzen kann. Das heißt, eine große 5-Mann-Kapsel mit Wiedereintrittsschild, mit Fallschirmen, also landen soll das Ding auch irgendwo können oder, sagen wir mal, zurückkehren können. Natürlich hier ein Separator dran. Was habe ich noch gebaut? Da unten ein paar abwerfbare Tanks, das ist auch okay. Wir können das ja mal kurz ausklappen hier. Also das hier sind die Triebwerke da unten, die zünden, Moment, lass mal kurz gucken. Die zünden alle zusammen da unten. Irgendwann, was ist das? Bin verwirrt, Moment, irgendwas stimmt da nicht. Was ist das für ein Triebwerk hier? Das ist das richtige Triebwerk, aber was ist das hier? Achso, okay, das ist das da oben, alles klar. Das ist ein bisschen verrutscht, warte mal, das müssen wir mal irgendwo dahin packen, weil das gehört hier eigentlich gar nicht hin. Moment, ich hab es gleich. So, schon besser. Und zwar, ich muss ganz kurz gucken, wo das Triebwerk ist, was ich da dran gebaut habe. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es, wo ist das Ding? Das ist das. Das ist das. Okay, gut. Also das hier ist das Haupttriebwerk. Wie gesagt, das hat ca. 9500 Delta V. Dann werfen wir irgendwann die Zusatztanks ab. Das sind die komischen seitlichen Dinger da. Dann werfen wir irgendwann... So, das ist das da. Und dann haben wir die Fallschirme, ein paar Droge-Fallschirme und ein paar normale. Und das hier haben wir ganz nach oben gepackt, weil das hier an den Seiten, das wird jetzt das Projekt, was ich euch zeige. Das wird hier eine Gensaat-Rakete. Haha, aber eine ganz andere, als man die eigentlich, als man eigentlich annehmen sollte. Und zwar werde ich da 4 kleine Mini-Raketen hier dran setzen. Und mit diesen 4 kleinen Mini-Raketen werde ich 4 Kirby-Nauten, die hier drinnen sitzen, das ist eine 5er-Kapsel, werde ich 4 kleine Kirby-Nauten aussetzen auf 4 verschiedenen Himmelskörpern. Also eine Gensaat-Rakete, wir werden die Weltbevölkerung, wir werden die Kirby-Nauten-Bevölkerung über das Sonnensystem verteilen. Jeder weiß ja, dass Kirby-Nauten oder Kerbels sich per Knospung, also per spontaner Teilung vermehren. Die brauchen keine weiblichen oder männlichen Kirby-Nauten. Die machen einfach plopp und dann haben wir 2 davon. So, und deswegen werden wir uns hier damit das Sonnensystem besiedeln und dann werden wir versuchen, die wieder abzuholen. Das ist dann der Test. Also der Test, lange Rede, kurzer Sinn, ist, alle möglichen Objekte anzufliegen mit ein bisschen die Kappeln und dann hier, nicht die Kappeln, die Tätschen und dann werden wir diese Dinger mal da landen. Damit das funktioniert, werden wir das hier erstmal ausprobieren. Ich muss da noch ein paar Sachen dran bauen. Und zwar brauchen wir als allererstes mal hier Stabilizer. Something like this. For example. Ist das jetzt gut so? Ne, das sieht irgendwie komisch aus, ne? Wartet. Ist das gut? Wo hat er das jetzt angebracht? Ja, das ist schon besser. Schon besser. Okay, wir haben Stabilizer dran. Braucht das Ding Landebeine? Nein, das wird nämlich auf dem allerwertesten landen. Und was brauchen wir noch? Vielleicht eine Solarzelle. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir die... Naja, kommt so eine einzelne Solarzelle. So ein Solarzellchen. So. Ein Solarzellchen. Wo packen wir die drauf? Hier hinten. So. Jawohl. So, jetzt probieren wir das mal aus, indem wir... Also, ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Wir fliegen zum Beispiel in den Orbit um Duna. Und dann wird dieses Ding einen einzelnen Kirby-Nauten heil... Heil ist so die fragwürdige Vorgabe. Heil auf den Boden der Tatsachen bringen. Und das werden wir natürlich auch auf Eve machen. Und vielleicht auch auf einem Mond... Mal gucken. Wir werden das Ding jetzt erstmal ausprobieren. Indem wir folgendes machen. Da ist schon ein Kirby-Naut drin. Der Bob. Der Bob dient uns jetzt als schlechtes Beispiel. Auf dem Grummelsitz. So heißt das Ding. Keine Ahnung warum.
Aber wir probieren es mal aus. Starten. Jetzt auch noch Duster. Ist aber blöd. Warte mal. Hab's gleich. Moment. Ich muss in den Zeitverlauf gehen. Das ist hier. Warte mal. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Wie kommen wir denn jetzt hier raus? So, wir gehen mal kurz in Zeitverlauf. Weil wir wollen das natürlich bei Tag bewundern. Diesen ganzen Flug da, den ich da vorhabe. Mir juckt mein Ohr. Ich muss mal kurz mein Dingens abheben. So, jetzt probieren wir es aus. So, das machen wir wie folgt. Da sitzt halt hier unser Bob drin, wie wir hier sehen, ja. Und im Weltall dockt das Ding jetzt natürlich ab. Aber hier, wartet mal, wie machen wir das? Pass auf, wir schrotteln erstmal runter. Dann machen wir das Ding an. Machen wir das an? Da. So. Und dann machen wir mal SAS an. Entkoppeln. Hui, oh shit, ich wollte eigentlich von da steuern. Ah, habe ich geschafft. Okay, cool, 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 cool. Und dann fliegt er, wie sich das gehört. Mein Gott, ist der schnell. Fliegt er da so rum. Ja, fliegt so rum, so in der Gegend. Und dann machen wir mal aus. Und jetzt landen wir die Kiste, indem wir Folgendes machen. Hat natürlich keine Räder. Tut mal, jetzt landen wir im Wasser. Naja, muss auch gehen. Seht ihr? Geht schon ganz gut. Also gegen die Körben-Schwerkraft kann er schon mal anstinken. So, klappt wunderbar. Also so ist das gedacht. Kann sogar wieder aus dem Wasser starten. Ist die eierlegende Wollmilchsau. Können wir sogar mal hier rüber fliegen. Wie viel Sprit hat das Ding noch? Keine Ahnung. Wie viel Sprit hatten die Kiste noch? Warum sehe ich das nirgendwo? Ich will das Ding jetzt heil landen irgendwo. Warum sehe ich nicht, wie viel Sprit das Ding hat? Da müsste man es sehen. Warte mal. Mach das jetzt ein. So, da sehen wir es auch. So, jetzt habe ich allerdings. Ich lande schon wieder im Wasser. Naja, das Leben ist hart. Wird er gleich feststellen, dass das Leben hart ist? Na, würde mal sagen, ohne Probleme. So, aber ihr habt ungefähr verstanden, worum es geht, ja? Rückkehr, den Flug wird auf. Ja, ja, das ist Rückkehr bestätigen. So, ihr habt ungefähr verstanden, wie es geht. Und, ja, natürlich werden wir den Herrn hier da nicht reinsetzen. Kiste raus da. So, hier müssen wir allerdings welche reinsetzen. Schwops, ich sagte Schwops, ich sagte, warum gehst du da nicht rein? Schwops, 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 Schwops. Wer da mitfliegt, ist ja eigentlich furchtbar Wumpe. So, hier haben wir also 5 Leute drin. Ein Piloten und 4 Außenborder, wenn ich sie mal so nennen darf. Und das machen wir einfach so. So, pass auf, jetzt. Ist das jetzt da dran oder ist das nicht da dran? 4. So, so müsste es ja gehen, ne? So, jetzt haben wir 4 von diesen Mini-Shuttle da dran. Und die werden mir dann als ganz. Brauchen die Antennen? Ne, die haben ja einen Piloten. Die haben eine Batterie, die haben Lenkung und die haben alles andere. Das ist schon okay, das lassen wir so. Ja. Ja, 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 ja. So, und jetzt müssen wir das Ding eigentlich nur noch. Jetzt haben wir nur noch 9000. Jetzt müssen wir das Ding eigentlich nur noch nach oben juckeln. Und, wie gesagt, also die Challenge, der Test ist jetzt, wir fliegen die Dinger irgendwo hin und versuchen die dann wieder ein. Die Dinger, die Koordinaten irgendwo hin und versuchen die dann wieder einzusammeln, wenn ihr versteht, was ich meine ungefähr. Zu groß? Genau richtig. So. Jetzt bauen wir da drunter natürlich eine ordentliche
einen ordentlichen Triebsatz. So, den nicht. Einen ordentlichen Triebsatz, den wir hier. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Sowas hier. Ja, ja, nein. Zu dick, oder? Nee, das geht sogar. Das würde funktionieren. Hm. Jawohl. Ich würde mal sagen, das sieht ja fast aus wie ein Konstrukt von Elon Musk. Keine Ahnung. Ich würde sagen, das wuppt. Ich überlege gerade. Überlege gerade. Aber die können wir, das ist ja wieder das alte Problem. Also was sie immer noch nicht hingekriegt haben, was heißt immer noch nicht hingekriegt haben, was immer noch nicht so richtig funktioniert, ist folgendes. Die hier kann man nicht in separate Dinger packen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Also was man immer noch nicht kann, ist sich hier quasi einen von nehmen, einen von diesen Ringen und hier oben reinpacken. Es geht halt nicht. Man zieht halt immer noch alle mit hier rum. Oder aber ich bin einfach zu blöd. Aber vielleicht muss man hier mit der anderen Maustaste. Nein. Nee, es geht halt nicht, ne? Er zieht immer beide mit. Also das ist halt noch so das Ding. Man kann die nachträglich nicht entgruppieren, diese Dinger. Was ich wahnsinnig blöd finde. Das heißt, kann man das Ding mal bitte mal wegmachen hier? So. Man kann die nicht entgruppieren und das ist immer noch eine wahnsinnig blöde Sache. Aber das ist halt kein Bug. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, ob es beabsichtigt ist, dass man es können sollte. Es ist aber definitiv ein Quality of Life. Ein Quality of Life Ding, was man definitiv gerne hätte, aber was man halt nicht hat. So, Aktionsgruppen Reiseplaner. So, hat er jetzt. Ne, wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken, ob. Technikbericht, da haben wir es. Trockenmasse, Höhe. Wo ist denn das Schubkraft-to-Ratio? 1,8 reicht also dicke, um die Kiste nach oben zu wuppen. Hat 13,3. Da das Ding ohne die Kiste 9 hatte, hätten die also 4,3. Müsste also dicke reichen, um in den Orbit zu kommen. Allein diese paar Raketen hier. Ist die Frage, ob das ausreicht. Wir werden da auf jeden Fall noch ein paar Strutedikator setzen, damit. Was war das? Damit die Sache läuft. Damit die Sache hält. So. Was blubbt hier ständig so? Kommandokapsel hat kein Hitzeschild. Hat sie wohl? Ich weiß nicht, was das immer soll. Also. Hatte aber auch beim letzten Bau, das halte ich noch für einen Bug, aber zumindest für keinen Game-Breaking-Bug. Müssen wir hier noch irgendwas verstrutten? Naja, vorsichtshalber vielleicht noch einen in der Mitte, oder? Hier vielleicht noch einen hin. So. So. Damit müsste die Kiste in der Lage sein, nach oben zu jetten, ohne Furcht und Adel. Wir können höchstens mal kurz gucken, ob wir... Wir haben jetzt hier diese Mammut-Engines unten drunter gepackt, die sind vielleicht... Bisschen fett, oder? Hm, vielleicht könnten wir da 3,7, was haben wir da noch so? Was ist denn, wenn wir nur in Anführungsstrichen eine Mainsail nehmen, würde das auch reichen? Das sind gar keine. Das ist wahnsinnig. ,7? Nein, würde nicht reichen. Gut, dann halt wirklich doch die dicken. Dann halt doch 1,84. Und damit kommt die Kiste halt nach oben. Jetzt könnten wir da noch. Jetzt könnten wir da noch. Zumindest ein bisschen mehr rauskitzeln, indem wir. Hier so ein paar Separator ranknallen. Der Super Separator. Ungefähr so. Und dann setzen wir da noch ein paar Tanks ran. Pushen da ein paar Treibstoffleitungen dran. Und dann hat sich die Kiste aber sowas von. Ist ein bisschen wenig. Ne? Das muss ja schon...
wie sagte Werner, das muss schon kesseln. So, wir sind wir immer noch bei. Komm, mach mal hier. 1,8 stimmt ja nicht mehr. Wie kann der immer noch 1,8 haben hier? Das halte ich für ein Gerücht. So, weil die Dinger gleich losfliegen, ne? Das ist natürlich albern. So, dahin muss das Ding. So, jetzt haben wir nämlich auch nicht mehr 1,8, jetzt haben wir 1,2. Wunderbar. Was wir jetzt noch machen, ist Treibstoffleitungen. Von da nach da. So. So. Jetzt haben wir insgesamt 14. Das ist auch nicht viel mehr, aber zumindest reicht es um. Diese 1,02 ist mir ein bisschen zu wenig. Eigentlich müssten wir da noch ein paar Triebwerke drunter juckeln, ne? Wo habe ich das jetzt hin? Warte mal, jetzt ist natürlich blöd. Na? Na? Oh, ich sehe jetzt hin, juckelt. Okay, da ist irgendwas schief gegangen. Okay, da ist irgendwas ganz schief gegangen. Da hätten wir zum Beispiel den ersten Game-Breaking-Bug, ne? Muss ich mal sagen. Das heißt, wir machen jetzt mal Steuerung Z. Steuerung Z. Okay, das kriegen wir jetzt irgendwie nicht mehr weg hier. Aus irgendeinem Grund. Blöd! Blöd! Warte mal, wir gehen mal raus. Nein, wollte ich auch nicht. Gehen mal raus. Wenn ich das jetzt starte, was passiert dann? Passiert auch nichts. Ich habe es komplett kaputt gemacht, kann man sagen. Ich habe es komplett... Es ist komplett... Huch, jetzt bin ich auch noch aus dem Spiel getappt. Es ist komplett kaputt. Kann man noch was Neues laden? Ich lade das mal neu. Hier. Hier, laden. So, jetzt hat er es wieder hingekriegt. Das war ein bisschen gruselig, muss man sagen. Das war aber der erste, würde ich mal sagen, der allererste richtige Game-Breaking-Bug. Ich bin noch gespannt, 13.3, ob das jetzt Folgen hat. Manchmal hat sowas ja kaskadenartige Folgen. Und deswegen, aber wir werden das Ding jetzt erstmal nochmal zu Ende bauen. Strukturen. Nee, da, das wollte ich. Und zwar wollte ich das und jetzt wollte ich das ja eigentlich ein bisschen höher bauen. Halt, nochmal zurück. Wir brauchen das viermal. Und jetzt haben wir nämlich, so wird ein Schuh raus. So. Und jetzt, aber über diese Bugs bin ich noch bereit, drüber hinwegzusehen. Weil ich nämlich ein netter Kerl bin. Warte mal, wir nehmen mal. Da kann man die auch nicht draufsetzen. Warum kann ich die? Da kann ich sie jetzt draufsetzen. Komisch. So, wir gucken nochmal hier rein. Wo war denn unser Technikbericht? Da. Wir sind jetzt bei 1,8. Das stimmt natürlich wieder nicht, weil das jetzt hier hin muss. Und dann sind wir in der Tat bei 1,3. Das ist gut. Und wir haben ein... Warum haben wir jetzt nur noch 11, ach so, weil die Treibstoffleitungen erst ran müssen. Dann dürfte es aber funktionieren. So, jetzt müssten wir haben 13,8. Das ist jetzt auch nicht massiv viel, ne? Wollen wir da noch ein bisschen was draufsetzen? Könnten wir machen. Ich will noch ein bisschen was rausjuckeln. Nein. Warte mal, haben wir nicht irgendwie so sowas hier? So. 1,2. Jetzt sind wir bei 13,9. Ja. Noch ein bisschen rauskitzeln. Nee, das, doch, das geht auch. So, ja, das sieht gut aus. 1, 13, immer noch bei 13, 9. Da bauen wir jetzt mal noch ein bisschen Lenkung dran. Ja, lassen wir es bei 14. Ist okay, reicht uns so. Nein. So, und ein bisschen Aerodynamik.
So, ich würde sagen 1,2 und wir sind auf 13,9. Damit können wir leben, oder? Ja. So, jetzt noch ein paar Strats dran und dann würde ich sagen, können wir die Kiste nach oben punchen. So. Noch was? Ja, komm hier. Da noch. Und andere Seite noch. Und dann sind die Dinger fest, würde ich sagen. So, das sieht aus wie ein neues Elon Musk-Konstrukt. Ich würde sagen, ist okay. Haben wir irgendwas vergessen? Erst zünden die. Dann werden die abgeflanscht. Das ist richtig. Dann werden die abgeflanscht und es zündet gleichzeitig die. Das heißt, die können wir eigentlich da reinpanschen. Ich bin heute so. Bin voller Anglizismen. Das ist wunderschön. So, dann das Ding hier, das Ding, dann das. Okay. Ich würde sagen, so machen wir das. Brauchen wir ein paar Flügelettis? Steuerflächen. Wo sind denn die Steuerflächen? Heckteile brauchen wir nicht. Einlass brauchen wir auch nicht. Flügel, Stabilisatoren, Steuerflächen. Nimm doch die hier. Zu klein. Zu groß. So. Na. So. Dann können die Dinger da draus fliegen. So, dann würde ich mal sagen, so können wir das machen. Das sieht absolut machbar aus. Und wir speichern das mal als, keine Ahnung, ich speichere das jetzt einfach mal drüber. So, ja, speichern. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir gucken nochmal nach, sind alle Kirby-Nauten drin, die drin sein müssen? Jawohl, in den Grummelsitzen ist keiner drin. Hier sind genug Leute. Wer ist denn? Tim C. Kerman, Valentina Kerman, Bob Kerman, Tom Hat Kerman. So, die werden wir jetzt verteilen über das Kerben-System. Und dann Heidewitzka, Freunde. Wo ist die Rakete da? Dann geht's aber los. So, sind wir bereit? Ich glaube ja, wir sind hochgesrottelt. Wir haben das SAS an. Wir müssen kippen nach rechts. Ich würde sagen 3, 2, 1. Heidewitzka! Wir verteilen uns über das Körbensystem. Uno, der Stress. Es hebt ab. Juhu! Wie schön. So. Wie viel Punch hat die Kiste? Ah, schon ganz okay. Wir kippen schon mal so ein bisschen. So. Hör auf, so rumzuwackeln. Hör auf. So, haben wir vollen Power, ja. Wie viel Schub hat die Kiste noch? Wer wird denn hier zuerst? Wer von euch Bananen? Ich wollte nur mal so fragen. Ach, jetzt sehen wir das gar nicht. Oh, das ist natürlich blöd. Pass auf, dann müssen wir mal Folgendes machen. Wir müssen mal Seed and Heist ganz schnell hier rein. Nein, wir müssen in den Ressourcenmanager. Hier, Ressourcen, Action, Ressourcenmanager. Ja, was ist denn hier? Hitzeschild, Wasserstoff, Methano. Da. Okay, wir sehen es. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir wissen, wann wir sie abwerfen müssen. Nämlich jetzt. Ich dachte jetzt. Hui. Jawohl, jetzt können wir das Ding wieder zumachen. So, welche Geschwindigkeit haben wir? 500 irgendwas, das ist die Apoapsis. Sieht glänzend aus, blendend. Ich bin begeistert. Wäre ich meine Mutter, ich wäre so stolz auf meinen Sohn. So, was haben wir da? Hier, so, zack. Fliege, meine Guteste. Wir wollen nach oben. So, wir haben eine Apoapsis von 75, 80 reicht uns. Wir sind unterwegs. Die Mutti fliegt.
Ich habe so den Verdacht, die Steuerflächen sind etwas asymmetrisch angebracht, aber das ist vollkommen egal. Wir sind oben da, wo wir hinwollen. Wir drehen uns natürlich schön. Nein, wir drehen uns nicht. Hör auf damit. Was da wieder erzählt, der Mann? Was da wieder erzählt? So, Manöverplan erstellen. So, was haben wir da? 72 zu? Gar nichts. Sehr gut. Warum sehe ich hier nichts? Ich würde sagen, so ist gut. Wir müssen brennen in einer Minute. Was müssen wir brennen? 897. Wir haben noch... Das ist natürlich eine falsche Anzeige. Wir haben, wie viel haben wir da noch drin? 2,8. Das ist vollkommen ausreichend. Das heißt, das bringt uns noch ein gutes Stück weiter hier. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, eine Minute. Schau, wir drehen uns mal so, dass wir schön horizontal ausgerichtet sind. So. Jo. Man müsste diese Steuerflächen deaktivieren können, wenn man... So, wir sind horizontal ausgerichtet. Hier sitzt auch niemand drinne. Sehr gut. Bewegt sich irgendwie komisch. Egal, wir richten uns aufs Manöver aus. Jetzt nimmt er erstmal die Nase ein bisschen runter. Ja. In 30 Sekunden müssen wir feuern. Wo will er hin mit seinem Manövernäschen? Ach, dahin. Okay, alles gut. Nebenbei erwähnt, wo wir gerade bei Elon Musk sind, ne, die das nächste Starship, der nächste Starship Flight rückt näher. Ich glaube, alle Überprüfungen sind beendet. Wie weit sie jetzt allerdings derzeit sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob das noch dieses Jahr stattfindet, ich hoffe es ja natürlich ja. Oh, wir müssen uns konzentrieren, es geht gleich los. 4, 3, 2, 1. Aloha. So. So, hier können wir ja sehen, wo wir gerade sind. Sieht gut aus, wir sind aufs Manöver ausgerichtet, sieht alles blendend aus. Wir sind hier bei 81. So. So, 77 zu 104. Das soll uns reichen. Weg die Maus. So, und jetzt erst ehrlich gesagt, wo wir jetzt hinfliegen. Wir wollen ja die Kirby-Nauten im System verstreuen. Ich finde das so cool. Wir haben hier noch 2000 Delta V in diesen Raketen. Das heißt, wir kommen hier noch irrsinnig weit mit. Und dann haben wir noch mal... Dann haben wir hier drinnen nochmal 8000, glaube ich, was natürlich extrem cool ist. So. Spiel gespeichert, sehr schön. Wir gucken mal nach, was käme denn jetzt in Frage. Also wir könnten natürlich erstmal hier hin. Aber das ist blöd. Wo ist Duna? Duna würden wir demnächst einholen. Das heißt, eigentlich könnten wir einen Flug nach Duna machen und dann könnten wir eigentlich weiter zum Dings fliegen hier, wie heißt das, zum, ihr wisst, was ich meine. Das grüne Ding da, die Murmel hier. Das Teil da. Joule, ja? Und dann könnte man nämlich auf Laes landen, das wäre natürlich auch nochmal eine knorke Sache. Ja, ich hab da so Ideen. So, wie wär's mit Duna, dem Mond, einer auf Laes und auf zwei anderen Monden noch? Was, nee, warte mal, wir haben nur vier. Duna, der Mond, auf Laes und einem zweiten. Ja, so machen wir das. So nicht anders. Ich meine, Eve ist auch eine coole Idee, aber... Nee, so machen wir das. Wir speichern... Habe ich das schon gemacht? Ich glaube, ja. Ah, jetzt haben wir es nochmal gespeichert. So, wir haben gespeichert. Jetzt müssen wir mal ganz kurz in die Autumn Station, glaube ich, gehen. Jo. Und müssen ein wenig in den Zeitvorlauf. Danke, Paige. Es ist mir alles klar, was du mir sagen willst. So, wir gehen in den Zeitvorlauf. Und ich sehe gerade, wie es weitergeht. Und wenn wir nach Duna fliegen, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann denn, euer Mr. Fleck.